Hey Leute, willkommen zu einem neuen Call of Duty Advanced Warfare Video. Heute geht es so ein bisschen um das Scoreboard von Call of Duty AW. Michael Cowntry, der Co-Founder von Sledgehammer Games, hat nämlich das Scoreboard von Call of Duty AW auf Twitter gepostet. Die ganze Sache war so, dass einer von Optik Bigtimer bei Sledgehammer Games war und dort eben das Spiel schon antesten durfte und sich dann über Twitter bei Michael Cowntry bedankt hat. Der hat dann zurückgetwittert, ja kein Problem, du warst ja auch wirklich ganz gut für dieses erste Mal in diesem Spiel und hat dann eben dieses Bild mit angehangen, das heißt hier sieht man eben das Scoreboard von Call of Duty AW. Einem fällt vielleicht gleich auf, es gibt hier keine Ping-Anzeige. Ich hoffe wirklich, dass die ausgeschnitten ist bzw. abgeschnitten ist bei dem Bild, denn ohne Ping-Anzeige wird es halt wirklich gar nicht gehen. Call of Duty Ghosts hat ja den Fehler gemacht und da nervt mich das nur, einfach weil man halt nicht weiß, was eigentlich das Problem ist. Das heißt, wenn es irgendwie leckt, weiß man nicht, bin ich das Problem, ist der Server das Problem oder sind es die Spieler, die mit mir in der Lobby sind? Das heißt, da kann man irgendwie das Problem nicht wirklich finden. Wenn die keine Ping-Anzeige mit reinhauen, dann sollten sie wenigstens diese seltsamen Balken mit reinmachen, die wir aus MW2 und MW3 kennen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Das wäre dann wenigstens noch so ein kleiner Ersatz, da sieht man so ein bisschen, was Sache ist. Aber ohne Anzeige von der Verbindung geht es, wie ich finde, wirklich gar nicht. Und ich hoffe wirklich, dass das einfach abgeschnitten ist. Ansonsten ist es ja auch noch so, dass einer der Bots, also SHG, MP, sind die ganzen Sledgehammer Games Bots. Und einer der Bots heißt eben Refinery, was ein bisschen seltsam ist. Der Hinweis kommt von einem englischen YouTuber. Ich muss persönlich gestehen, mir wäre das gar nicht aufgefallen. Link zu seinem Kanal auch mal in der Videobeschreibung. Und er hat eben gemerkt, gut, der Name von diesem Bot ist ein bisschen komisch, Refinery, also Raffinerie, wie kann das sein? Und letztendlich ist es so, dass das der Map-Name von der Map sein könnte, auf der die eben gespielt haben. Es war auch so, dass Call of Duty Ghost bei einem Trailer, beim Squad-Trailer, die ganze Zeit irgendwelche Namen von Maps versteckt haben. Ihr seht jetzt das Bild mal im Hintergrund, da heißt eben der eine Bot irgendwas mit Fright, einer heißt irgendwas mit Octane und einer irgendwas mit Tremor. Blitz, glaube ich, steht auch noch mit dabei, also auch Spielmodis. Und es bedeutet letztendlich, die verwurschteln am Anfang immer so als kleine Hinweise schon Map-Namen oder Spielmodis. Und es könnte eben sein, dass das jetzt auch ein Hinweis ist auf die Map, auf der letztendlich gespielt wird. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Refinery, also Raffinerie, könnte auch für Metall gelten. Das heißt, wir kennen das eigentlich nur für Öl, aber das gilt auch für Metall, wo eben ganz sauberes und hochwertiges Metall irgendwie gewonnen werden soll, so wie ich das verstanden habe. Und es könnte irgendwas mit den Exoskeletten zu tun haben. Also es könnte eine Fabrik sein, wo irgendwie Exoskelette hergestellt werden oder irgendwas in diese Richtung. Ich bin gespannt. Finde auf jeden Fall ganz cool, dass die da vielleicht so einen Hinweis mit eingebaut haben. Das war's jetzt mit dem Video. Schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, was ihr zu diesem Scoreboard sagt. Findet ihr so ein Scoreboard gut oder hättet ihr lieber wieder so ein Scoreboard wie bei Call of Duty Ghosts, was eben rechts oben ist? Ich persönlich muss sagen, mir war das ein bisschen zu wenig und am liebsten, glaube ich, hätte ich eine Kombination, also dass oben rechts der Score angezeigt wird und wenn man eben die Scoreboard-Taste drückt, dann ist es nicht so, dass dieses Scoreboard rechts oben so ein bisschen größer wird, sondern dann ist es eben so, dass dieses große Scoreboard angezeigt wird. Das würde mir ganz gut gefallen, aber da müssen wir einfach mal abwarten. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr denkt und schreibt mir bitte auch in die Kommentare, was ihr zur Ping-Anzeige sagt, ob ihr da unbedingt eine braucht und ob ihr glaubt, dass dieser Name von dem Bot vielleicht die Multiplayer-Map ist. Das war's jetzt mit dem Video. Hier auf der Endcard seht ihr noch zwei weitere Videos, die ihr anklicken könnt. Das eine Video ist über die Schallshotgun, die wahrscheinlich in Call of Duty Advanced Warfare kommen wird. Und das andere Video geht um Multiplayer-Informationen, die direkt von Michael Cowntry kommen. Der hat nämlich einen amerikanischen YouTuber angerufen und hat mit dem so ein bisschen über den Multiplayer gesprochen. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da und falls ihr weiterhin auf dem aktuellsten Stand in Sachen Call of Duty AW sein wollt, dann lasst auch ein Abo da. Das war's von mir, macht's gut, bis zum nächsten Mal.